Willkommen zurück. Schön, dass wir da bis zum Auflösungsvideo von der Challenge, die gestern ausgelaufen ist. Natürlich will ich in diesem Video, und da bin ich sehr gespannt drauf, beziehungsweise unter diesem Video von dir erstmal lesen, wie waren deine Erfahrungen? Wie waren deine Erfahrungen mit der Dopamin-Detox-Challenge? Ich werde dir in diesem Video von meinen Erfahrungen erzählen und vielleicht noch ein bisschen genauer auf das Dopamin-Detox-Thema eingehen. Aber erzähl mir erstmal, wie war es bei dir? Wenn du teilgenommen hast, schreib es mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Und geil, dass wir wieder eine Challenge durchgezogen haben. Du solltest sowieso dich regelmäßig Herausforderungen stellen. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, im Zusammenhang mit deine Männlichkeit stärken, dich Herausforderungen zu stellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade jetzt, wo wir tendenziell eher nicht so das Frauenansprechen praktizieren können, was ja auch immer eine schöne Herausforderung ist, macht es Sinn, sich andere Herausforderungen zu suchen. Also, wie war meine Erfahrung mit dem Dopamin-Detox? Ich muss sagen, es war deutlich schwieriger, als ich gedacht habe. Und ich habe mich sehr oft dabei ertappt, wie ich automatisch irgendwas gemacht habe, was ich gar nicht machen wollte. Gerade am Handy. Gerade wenn man am Handy ist, und ich war am Handy für gewisse Dinge, für Koordinationsteile über WhatsApp und so weiter, da habe ich mich dabei erwischt, wie ich unglaublich schnell mal auf YouTube geswitcht bin. Oder wenn ich am PC saß, und irgendwie gearbeitet habe, es ist ganz schnell passiert, dass ich auf YouTube geswitcht habe. Einfach so, dass ich einfach in die Zeile YouTube eingegeben habe und dann mir danach erst aufgefallen ist, dass ich eigentlich gar nichts auf YouTube machen wollte, sondern dass wirklich nur, das war so ein richtiger Automatismus für mich, auf YouTube zu gehen. Und was dann halt passiert ist, dass man, oder das ist bei mir so, ich gehe dann zu den Empfehlungen und dann, und das habe ich im letzten Video schon erzählt, dann gehe ich verloren in so einem endlosen Hintereinander weg von Videos, die, und es gibt ja auch viele interessante Videos da draußen, die einfach interessant und informativ sind. Und das war während dieser Zeit nicht so, aber ich habe gemerkt, wie ich einfach diesen Automatismus drin hatte. Gleiches gilt für das Handy. Unglaublich schnell habe ich mal ab und zu auf Instagram geklickt, ohne dass ich das aktiv wollte. Das war wirklich eine Gewohnheit. Und da habe ich mich ein bisschen erschrocken und dachte mir, krass, dass das schon so eine starke Gewohnheit ist. Dann bin ich tatsächlich eingebrochen, auch bei der Challenge, und zwar auch ein bisschen beim Essen, weil das war in so einem sozialen Kontext. Also es war so ein sozialer Kontext, und eine Freundin von mir hatte Eis mitgebracht und war so, ja, hier Eis. Und ich war so, oh cool, danke für das Eis. Und irgendwie habe ich es einfach gegessen, obwohl ich ja keine Süßigkeiten essen wollte. Aber das kam irgendwie so im sozialen Kontext. Und gerade der soziale Kontext macht es für mich total schwer, da bewusst zu bleiben oder auch aktiv Nein zu sagen, weil ich mir denke, hey, wenn wir es zusammen machen, irgendwie alle zusammen Eis essen, ist eine coole Sache, ist es ja auch. Und da bin ich so ein bisschen eingebrochen. Und dann war es so, dass ich am Abend vor dem Ende der Challenge tatsächlich ein bisschen Videogames gespielt habe, eine Stunde. Ich habe mir so eine Stunde Zeitraum gemacht, habe Videogames gespielt. Habe dann aber auch gemerkt, dass danach alles so ein bisschen eingebrochen ist. Danach habe ich eine Folge Rick and Morty geguckt und die neue Folge Westworld. Also danach ist meine Disziplin so ein bisschen eingebrochen. Und das kenne ich schon von früher. Gerade auch früher, wo ich sehr übergewichtig war und Gewicht verloren habe. Da war es eben auch so, dass wenn an einem Tag, ja, irgendwas mal nicht funktioniert hat oder ich an einem Tag so ein bisschen meinen Kalorien, das, was ich eigentlich an Kalorien essen wollte, gerissen habe, dann war es oft so, dass es dann vollkommen außer Kontrolle geraten ist und ich dann komplett übertrieben habe. Und sowas hier auch ein bisschen gefühlt. Also sobald es ein bisschen zusammengebrochen war, dadurch, dass ich eine Runde gezockt hatte, auch wenn ich mir eine Stunde als Limit gesetzt habe, ist es dann alles ein bisschen zusammengebrochen und gebröckelt. Aber zum Glück gegen Ende der Challenge. Das war also deutlich schwieriger, als ich gedacht habe. Aber ich habe auch die positiven Effekte festgestellt, von denen ich schon vermutet hatte, dass ich sie auch feststellen werde. Also es war halt wirklich so, dass ich deutlich fokussierter war, deutlich konzentrierter war und viel, viel produktiver war. Ich habe viel mehr produktive Dinge gemacht. Ich habe aber auch viel mehr Ruhephasen im Tag gehabt, wo ich einfach mal mich nicht mit irgendwas beschäftigt habe, mich einfach mal hingesetzt habe, vielleicht ins Bett, auf der Couch, ein paar Minuten einfach mal in die Luft geschaut habe, kurz mal runtergekommen bin. Solche Phasen habe ich dann sonst normalerweise weniger. Das war aber sehr angenehm und sehr schön. Und ich habe dabei gemerkt, dass einige Verhaltensweisen, wie zum Beispiel oft auf Instagram zu sein, das sind Sachen, die ich in Zukunft generell nicht mehr machen will. Und auch dieses auf YouTube verloren gehen ist so eine Sache, die ich weniger machen will. Es hat mich bewusster und wacher dafür gemacht, wie viel Zeit ich eigentlich verschwende mit solchen Dingen und vor allem auch automatisch verschwende, ohne dass ich mich dabei A, besonders gut fühle oder B, es mir besonders viel bringt. YouTube-Videos gucken und Informationen konsumieren, das ist so eine Sache, das ist schon eine coole Sache, das mache ich auch sehr gerne, deswegen, aber ich kann da sehr viel Zeit verbrauchen. Aber gerade sowas wie Instagram, ich mache es eigentlich nicht gerne, es nervt mich eigentlich irgendwie und es ist unfassbar unproduktiv. Und deswegen, ja, fliegt es für mich einfach so ein bisschen aus der Gewohnheitsschublade, sage ich mal, ne? Aufmachen, rausschmeißen, weil es mir einfach nichts
bringt. Und das ist das Schöne an der Challenge. Es zeigt einem einfach mal, wie es sein kann, ohne diese ganzen Einflusssachen. Das Schöne war auch, Musik zu hören nach 3 Tagen wieder. Da weiß man aber wieder, wie toll Musik ist. Musik ist wirklich toll. Und das habe ich damals auch witzigerweise erlebt, als ich auf dem 10-Tage-Vipassana-Meditationsrückzug war. Da durften wir auch keine Musik hören. Und dann, als ich das erste Mal nach 10 Tagen wieder Musik gehört habe, es war so geil. So habe ich in meinem Leben noch nicht Musik gehört. Es war einfach, dadurch, dass ich es so lange nicht gemacht habe, war mein System gar nicht vorbereitet auf diesen Reiz. Und es war so toll, es war so intensiv. Das war echt eine super geile Sache. Ja, fand ich echt geil. Und nach dem 10-Tage-Retreat war ich dann auch bei, glaube ich, KFC essen oder so. Das war gar nicht so geil, wie ich gedacht hatte. Das Essen auf dem 10-Tage-Retreat war sehr gut, aber anderes Thema. Auf jeden Fall war es schön, wieder Musik zu hören nach diesen 3 Tagen, wo ich das nicht gemacht habe. Aber es ist eine schöne Zeit und ich glaube, ich werde öfter in meinen Alltag, vielleicht in einem monatlichen Rhythmus, so ein paar Dopamin-Detox-Tage einlegen oder einfach generell mehr darauf achten, was für Gewohnheiten ich in meinem Leben laufen habe, weil das Problem mit diesen Sachen ist, wir haben diese Gewohnheiten, wir machen das einfach aus Gewohnheit und mit der Zeit, nehmen wir mal an, du trinkst jeden Tag ein Bier, mit der Zeit stellen sich halt die negativen Effekte ein, die viele von diesen Gewohnheiten haben können, aber wir merken es gar nicht mehr richtig, eben weil es zu einer Gewohnheit geworden ist. Und dann gewöhnt man sich eben auch an die negativen Folgen. Das heißt, irgendwann gewöhnt man sich auch daran, dass man sich beispielsweise durch Instagram irgendwie schlechter fühlt. Und es kommt einem so vor, als wäre das schon immer der Normalzustand gewesen. Und das ist dann der Punkt, wo du nicht mehr zwischen einer problematischen Gewohnheit und einer vielleicht nicht so problematischen Gewohnheit unterscheiden kannst, weil du gar nicht mehr so richtig weißt, Moment mal, wie war das denn ohne? Wie war das denn zu der Zeit, wo ich noch nicht viel auf Instagram unterwegs war? Und dafür sind diese Dopamin-Detoxes toll, um mal zu schauen, welche Gewohnheit macht mich wirklich zufrieden, bringt mir was und welche ist scheiße. Und ich glaube, das sollte man öfter in sein Leben einbauen. Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Erfahrungen. Schreib es mir in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten sehen wir uns übermorgen wieder. Geil, dass du an der Challenge teilgenommen hast. Und bis dann.